Es ist Freitagabend und ich bin zu Hause. Nicht, weil ich irgendwie keine Freunde habe oder so. Hi, ich bin's, na sonst. Und es ist wirklich okay, nicht auf eine Party zu gehen. Es ist okay, dass du zu Hause bleibst. Nicht auf eine Party zu gehen heißt allerdings nicht unbedingt, dass du zu Hause bleiben musst. Es gibt genug andere Dinge, die man da auch noch tun könnte. Aber ich will vor allem auf diesen Gruppenzwang eingehen. Dieses typische, wenn du nicht dabei bist, dann bist du ein Außenseiter. Keiner will alleine sein. Deswegen gehen viele doch mit, obwohl sie wirklich keine Lust haben. Die ganzen Partygeschichten, die kennen wir innen und auswendig und du weißt eigentlich schon, wenn du dich jetzt entscheiden würdest, zu Hause zu bleiben, dann würdest du auch nichts verpassen. Ich bin hier, um dir zu sagen, es ist wirklich okay, Nein zu sagen und zu Hause zu bleiben und zu sagen, ich gehe da nicht mit, ich gehe da nicht hin und du musst dich auch wirklich deshalb nicht schlecht fühlen. Du lässt niemanden im Stich. Eher lassen dich diejenigen im Stich, die jetzt angepisst sind. Generell musst du dich auf nichts einlassen, womit du dich nicht wohlfühlst. Und jeder, der das nicht akzeptiert und respektiert, der kann gehen. Jeder möchte natürlich sein Ego durchsetzen und Dinge genauso haben, wie er möchte. Und wenn du dann, wie ich zum Beispiel, so ein kleines Sensibelchen bist, hast du dich wahrscheinlich auch schon oft genug darauf eingelassen und klein beigegeben. Aber ich sage, wir machen jetzt Schluss damit. Deine Gefühle sind genauso wichtig wie die eines anderen. Und wenn du Nein sagst und zu Hause bleiben möchtest, dann ist das so. Basta, pasta. Was ich allerdings wiederum cool finde, ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Freundin oder einen Kumpel hast, die jetzt sagen, ey, ich akzeptiere das und dann machen wir halt was anderes. Auf jeden Fall wollte ich wirklich nur ganz fix mitteilen, dass es wirklich okay ist, Nein zu sagen. Und dass du nirgendwo hingehen musst, wegen anderen Leuten. Du musst dich nicht zwingen lassen. Du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du Nein sagst. Ich finde auch öfter einfach mal Nein zu sagen, stärkt auch die Beziehung zu dir selbst. Weil wie gesagt, oftmals lassen wir uns halt doch auf Dinge ein, auf die wir vielleicht keinen Bock haben oder die wir gar nicht möchten. Einfach, weil wir die andere Person nicht enttäuschen wollen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dieses Video jemandem da draußen was gebracht hat. Wenn es der Fall gewesen sein sollte, dann ist ja jetzt alles gut. Und wenn nicht, dann habe ich trotzdem ein Video gepostet. Falls du da draußen, die Person, die gerade mein Video schaut, jetzt immer noch nicht genug von mir und meinem Gesicht und meinem Gelaber hast, dann abonnier doch einfach meinen Channel, falls du es noch nicht getan hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich werde da sein und ich sage bis dahin, wie immer, haut rein. Huah! Say,